Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Scrabblenauts. Heute wieder ohne meine Mutter, aber dafür wieder mit mir. Ist doch auch schön. Yay, Toni. Yeah. Okay. Wir müssen gucken, wer noch unsere Hilfe braucht. Und danach möchte ich nochmal in die andere Welt, weil ihr mir geschrieben habt, dass unten im Wasser noch Pfeile waren, was ich gesehen habe, wo der Splitter sein könnte. Und die will ja 100% abliefern. Habe ich das hier schon gemacht? Ja, das habe ich ja mit meiner Mama gemacht. Das war ja sehr schön, wie wir das alles geregelt haben. Bist du ein Werwolf oder was? Nee, ein Raufbold. Ich dachte, der will sich jetzt wie Bigby verwandeln. Dürfte ich bitte? Es ist gefährlich für mich, aus diesen Spinnen zu kommen. Solange der Schläger da ist. Verletz ihn nicht. Das ist mal ein Streber, der gequält wird und Rücksicht wenigstens auf den Streber nimmt. Wie wär's mit... auf den Streber, auf den anderen. Wie wär's mit einem freundlichen Raufbold? Ja, wir haben Bücher und Heft und... Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ich möchte nicht als den spielen können. Poindexter. Ja, den haben wir geholfen. Schön. Ist doch toll. Ist gleich die Sporthalle. Man muss sich nicht mal umziehen. Oder soll man sich hier umziehen können? Ist auch mal was vom Klassenzimmer. Gleich umziehen, gleich in die Sporthalle, wenn man so die Fächer hat. Hast du dir gerade ernsthaft eingepinkelt? Eklig. Schütze mich vor dem Ballwürfen im Völkerball. Wenn du auch wirst du pinkeln? Ja, keine Ahnung, wie soll ich dich denn schützen? Adjektiv. Mutiger. Klappt doch. Ah, jetzt bin ich ja getroffen. Nein. Ist das ein Löffel? Wer bitte wirft mit den Hand... Wer? Das hätte bei uns Ärger gegeben. So, nach dem Sport gleich was essen. Und da ist eine Discokugel. Warum auch immer. Ja, Omi. Platziere etwas in meinen Topf, dass ich den Schülern zum Mittagessen servieren kann. Wo ist der Topf? Lecker! Ich habe ihn umgebracht. Kranker Junge, komm, das war doch nur ein Babopel. Hier müsste aber noch irgendwo was sein. Hier wahrscheinlich. Das Klettersgerüst. Das Klettersgerüst. Nee, der Junge da. Hallo Junge, was willst du von mir? Dieser Spielplatz ist langweilig. Ihr könntet ein paar interessantere Attraktionen gebrauchen. Einer hat ja gesagt, ich soll ausgefallenere Sachen schreiben. Ich hätte jetzt Schaukel so geschrieben, aber jetzt kriegt er eine Achterbahn. Achterbahn. Hier. Gern geschehen. Nun, es ist ein richtiger Spielplatz. Meiner sah nie so aus, als ich klein war. Wir wohnen ja direkt neben dem Spielplatz quasi, also beziehungsweise ich wohne hier, wer hat das gedacht, in mein Haus. Dann geht es einen Berg hoch, dann ist in 50 Metern die Kirche und vor der Kirche ist nochmal ein Spielplatz. Toll, ne? Das sollte jetzt jeder wissen. Wir müssen nochmal zurück in die Stadt. Wir suchen in der Stadt nochmal nach da ein paar Sachen. Ich brauch Sachen, ich brauch Sachen, gib mir Sachen. Und wehe, da ist nichts, Leute. Nee, dann bin ich total sauer und dann glaube ich euch nie wieder ein Wort. Nie, nie wieder. Obwohl, ich glaube, man kann da... Kann man da runtertauchen? Hier ist der Opi. Ihr meintet, hier kann man runter? Ja! Wow! Willkommen in der Hauptstadtabfluss. Das hätten wir fast verpasst. Wer hätte das gedacht? Mafiosi. Immer eine nette Sache. Der Kugelfisch möchte was von mir... Oh, der wird gemobbt, weil er fett ist. Oh. Okay. Die anderen Fische machen sich immer über mich lustig. Hilf mir, sie zu vertreiben. Schwimmen. Okay, wir sind in der Batterie. Geht's dir gut, Moppelchen? Nein. Kann ich auf die reiten? Hui! Hui! Die sind Freunde fürs Leben. Die möchten. Doch, die möchten auch was. Ich bin bereit dafür, dass ein neuer Schwarm einzieht. Objekt erschaffen. Ich glaube, da geht ja nur der Clownfisch. Ja, ah. Bei Seeanemonen, da gehen nur Clownfische, weil Clownfische und Seeanemonen haben ein Abkommen, dass die Seeanemonen die Clownfische nicht vergiften und die Clownfische dafür die Seeanemonen beschützen und nicht anknabbern, verfressen. Oh, schön, ne? Ist das der Regenbogenfisch ein bisschen verseuchter? Nee, okay. Aber das ist ein bisschen verseucht. Es muss einen besseren Weg geben, um diesen Müll zu entsorgen. Einen besseren Weg. Einen besseren Weg. Überlege ich mir noch. Brauchst du meine Hilfe? Eigentlich siehst du ganz glücklich aus. Was hast du falsch gemacht? Sei ein Kumpel und hilf mir auszubrechen.
Ja, komm schon. Gern geschehen. Verbrechen zahlt sich nicht aus. Was soll dahin? Rette die Hummer! Spiel den Fischern einen Streich, indem du ihre Falle mit etwas anderem zu essen ausstattest. Was anderen zu essen? The cake is a lie! Torte. Wenn schon, dann schon, ne? Guten Appetit! Unglaublich, dass das kein Hummer ist! Ist es der König der Hummer? Ich möchte auf den König der Hummer reiten. Mein König der Hummer. Mein König. Meine Krone. Meine Krone. Meine! Ich sagte, das ist meine. Da freut er sich wirklich. Ist auch süß. Okay, was ist das für ein Tresor? Leeren. Och ja. Jetzt ist das ein reicher Hummer. Auch gut. Müssen wir nur noch mit dem Atommüll umzugehen lernen? Ah, nicht runterschmeißen. Ich mache alles noch schlimmer. Wie wäre es mit einem... ich muss immer so ein bisschen vom Mikrofon weg, damit ich tippen kann. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Wie wäre es mit einem... Ja, was hast du gegen Schwarz? Schwarzes Loch? Schwarzes Loch. Finde ich in Ordnung. Warum ist da ein Dachs? Kann mir mal einmal sagen, warum da ein Dachs zu finden ist? Was hat der Dachs mit einem schwarzen Loch zu tun? Wohnt der Dachs in dem schwarzen Loch? Hat er sich eine Wohnung im schwarzen Loch gemietet? Kann man sich da Wohnungen mieten? Sind das die Häuser der Zukunft? Und wie kriege ich diesen scheiß Atommüll dahin? Geil. Leine. Einmal daran. Anhängen. Und einmal... komm her. Du bist meine... Ich nutze dich aus. Halt, nein. Nutzen wir andere Tiere aus. Oh, ich kann das nur hätschen. Ich möchte drauf reiten. Blödes Seepferdchen. Warte. Entfernen. Art Notizblock. Adjektiv. Das ist jetzt ein Riesenseepferdchen. Ja, kann ich drauf reiten? Ja. Ich dachte, es wäre schneller. Ich möchte die Leine. Aufsammeln. Ich sagte aufsammeln. Nimm dein hässliches Vieh. Tier verwenden. Ja, fast. Nein, nicht absteigen. Absteigen ist doof. Nein. Huch, na, mein Seepferdchen. Oh. Die Trauer. Sie überweibt mich. Es hat ja sonst übermannt, aber ich möchte das nicht sagen, weil das irgendwie komisch ist. Warum kann ich ihn nicht aufsammeln? Wird mich verarschen? Oh, dann muss ich hier nochmal ein schwarzes Loch erschaffen. Oder. Wie wär's mit einem? Nee, ein Dimensionsportal gibt es nicht. Dann vielleicht nur Portal? Wie wäre es mit einem Portal? Tür, Gatter, Pforte. Tür? Da, geht weg! Okay, dann nicht. Dann doch nochmal ein schwarzes Loch. Hier, bitteschön. Und die Tür ist sogar weg. Ha, klares Wasser. Oh, was möchtest du für eine Hilfe? Da hast du einfach nur Hunger. Du siehst schön aus. Ich habe immer hier unten gelebt. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Ernsthaft? Willst du das wirklich wissen? Du stirbst. Stirbst, wenn du das siehst. Vertrau mir, ich sehe dich und ich sterbe fast. Ah, immer dieses Mikro, das im Weg ist, wenn ich nicht sehen kann. Möbelstück? Tut mir leid. Oh, es ist traurig. Es kommt auf die inneren Qualitäten an. Och, Mäuschen. Warte. Das tut mir leid. Guck mal, schon gleich viel besser. Willst du nochmal einen neuen Spiegel haben? Hier. Ich find's so geil, wenn man, sobald man schreibt hübsch ist, kriegen die einfach nur eine Krone auf. Die kriegen eine Krone auf. Das ist für die ein hübsches. Kann ich da auch reinschwimmen? Nö. Schade. Die Tür kann weg. Das Portal jetzt übrigens auch. Beziehungsweise, ach egal. Ist ja nicht meine Umwelt, ich zerstöre. Habe ich jetzt alle hier? Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Hier habe ich jetzt alle. Aber hier auf der richtigen, auf der Weltwelt fehlt noch eins. Ihr hattet recht, also hier gibt es was, aber hier auf der Weltwelt fehlt noch. Dumme Weltwelt, böse Weltwelt.
Ich gehe jetzt hier nochmal durch. Es kann doch nicht sein, dass ich immer irgendwas vergesse oder so. Also scheinbar kann es schon sein, aber das habe ich gemacht. Hier nicht. Es muss halt die. Das sind die einzelnen Stationen, aber es soll in der Welt sein. Hier geht's noch hoch. Die habe ich aber auch. Da oben steht wer? Wie komme ich da hin? Ha ja! Oh, wie komme ich da nur hin, ey? Da steht wer. Komme ich da durch das. Komme ich durch die Galerie da hoch? Nee. Nee, komme ich nicht. Wie komme ich da hoch? Ich muss da. Ihr habt mir schon dreimal gesagt, dass ich dumm bin, warum ich mir keine Flügel gebe. Okay, alles gut. Engel. Ich bin ein Engel. Ein wunderschöner Engel. Hui. Wie einfach das plötzlich geht. Alter, da steht einfach mal so ein scheiß Gorilla, ne? Ah! Der König bin ich! Ja. Feiner König. Freust du dich jetzt? Wie wär's mit einer Krone? Yeah! Und schon ist er riesig und Flugzeuge sind da. Und er wurde getötet. Jetzt ist das Level vollständig. Aha, das Level ist vollständig. Wir können beruhigt. Erstmal zu Bedingens. Und da etwas abliefern. Sollen wir da immer die Sterne geben? Ich glaube ja, ne? Ey, guck mal, was ich hier habe. Hier, nimm die Sterne. Bevor du ganz zu Stein wirst, du Kleine. Nimm schon. Ah, die Freude. Was kommt da für ein Kind, ey? Geh weg, du Kitty. Habe ich eine neue Welt freigeschaltet oder was? Nein, der Drachen! Nein! Und sie wird einfach mehr zu Stein. Ja, ich habe eine neue Welt freigeschaltet. Wie scheiße ist das denn? Also, es ist cool, aber. Wie scheiße ist das denn? Errungenschaft freigeschaltet. Rex, der Dinosaurierjäger. Oh, geil, ich komme in die Dino-Welt. Ich will es am liebsten jetzt schon spielen. Noch eine Welt freigeschaltet? Ernsthaft? Ist das geil? Ich möchte diese Welt spielen. Ich muss. Ich möchte ein hundertprozentiges Let's Play. Ich möchte diese Welt spielen. Ich möchte ein hundertprozentiges Let's Play. Ich komme früher oder später noch hin. Ich komme früher oder später noch hin. Mach erstmal die anderen Level, Dani. Mach erstmal die anderen Level. Oh, wie cool. Ich möchte auch. Ich möchte. Sag mal, wo war ich denn hier schon alles? Ah, das ist die Oberwelt. Und ich muss jetzt. Da war ich, da war ich, da war ich, da war ich. Ich bin gerade hier quasi, ne? In der Hüpenhöhle? Hieß das. Scheinbar hieß es Hüpenhöhle, Leute. Es hieß Hüpenhöhle. Mal sehen. Der habe ich schon geholfen. Der habe ich schon geholfen. Was möchtest du? Ich muss zur Schule, aber ich fürchte, Duke will mir wehtun. Das ist ein kleines Kind. Ernsthaft. Ernsthaft. Wie wär's mit. Idiot. Das ist jetzt ein müder Duke und du gehst zur Schule. Gern geschehen. Nadja? Hilf dabei, den Stadtteil zu verschönern. Oh, das kann ich. Das kann ich. Da bin ich voll gut drin. Also eigentlich nicht, aber trotzdem. Weg mit den Alten. Darf ich das abreißen? I came in like a wrecking ball. Es ist an der Zeit, die Umgebung zu verschönern. Reise als erstes dieses alte Gebäude. Da kann ich singen. Packe ich jetzt auf den. Ich packe jetzt auf Thumbnail so eine Abrissbirne oder so. Meint nicht, pack mal die Cybers drauf. Jetzt kann ich's halt. Boah. Genau wegen dieser Action. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Ein neues Gebäude muss an diesem leeren Platz stehen. Das ist doch eine Wrecking Ball. Eine Abrissbirne ist doch schön genug. An diesem leeren Platz stehen. Erschaffe einen Ort, der den Bürgern gefallen wird. Wie wär's mit einem Stripclub? Segelclub. Ich glaube, das haben sie nicht. Wie wär's mit einem, Puff. Ach komm, das ist kein Puff. Wie wär's mit. Ah, scheiß drauf, machen wir irgendwas. Ich glaube, die haben nichts Jugendfreies. Wie wär's mit einem wunderschönen Meer? Ein Meer. Hier. Okay. Aber dafür haben wir jetzt den Fight hier. Ultimativer Fight. Was meint ihr, wer gewinnt? Riesenkrake gegen. Hi, nein, lauf nicht weg. Und greif nicht die Frau an. Wer gewinnt? Okay, komm. Geht weg. Geht sterben. Oh, der arme Schildkröte. Wie wäre es dann einfach, wenn wir nichts Verrücktes machen dürfen? Nicht, wie wäre es mit einem Bug? Ja, es gefällt ihr. Endlich ist sie zufrieden, diese Alte. Hier. Wo kommen die jetzt her? Es ist Eröffnungstag. Teilen den Leuten mit, dass das neue Gebäude fertiggestellt ist.
Irgendwie ist es kein Gebäude, aber okay. Ey, Leute, das ist fertig, ne? Hier. Schaut mal, da vorne. Cool, ne? Cool, oder? Wie wär's mit so einer, wie soll es denn dein. Nein! Ja, jetzt hab ich eine Idee hier, Dani. Wie wär's mit einer, Schleife? Eine Schleife. Fliegeband, kunstvoller Knoten. Hier, guck mal. Voila! Erledigt! Ach, ernsthaft? Hier, nimm das. Oh, wie soll ich denn sagen, dass es eröffnet ist? Eröffnung? Erhebung, Erziehung, Eichung, Einladung. Einladung! Hier, guck mal, es ist eröffnet! Es klappt! Ah, yeah! Puh, Fluffel! Ich mag diese Fluffel-Dinger, ich liebe die. Die sind cool. Die sind so richtig cool, ich finde die geil. Und wir haben es geschafft, wir haben den Stern! Da, ba, ba, da, ba, ba. Aufsammeln, aufsammeln. Da, ba, 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 ba. Weg mit den Alten! Fertig! Gesamtes Star Wars 15. Aber ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!